So, da bin ich zurück. Jetzt geht's weiter mit meinem Let's Play zu Grand Theft Auto 5. Und ja, wir fahren jetzt einfach mal zu den Bädern nach oben. In der Hoffnung, dass jetzt meine Karre bald kommt. Wir sollten uns wirklich mal was anderes anziehen. Also immer da mit kurzen Hemd und kurzen Hosen rumzulaufen, ist vielleicht nicht ganz so förderlich. Oh, ich will diesen Mini da haben. Komm schon, gib mir den Mini. So, mal einsteigen. Oder ist das ein Mini? Ja, es sieht übelst nach einem Mini aus. Ja, es ist ein Mini, hundertprozentig. So, ich setze mir erstmal einen Wegpunkt nach da oben. Oh, fahren wir durch sogar noch nicht gesichtetes Gebiet. Sehr schön. Es gab ja gestern ein paar Probleme mit der Installation, sondern wahrscheinlich, weil ich das Spiel installiert habe. Denn man soll die Disk 2, also die Spiele-Disk laut Rockstar nicht installieren, was ich... Boah, ja. Sorry. Oh, jetzt habe ich einen Stern. Zwei Sterne, na toll. Na, auf jeden Fall, man soll die nicht installieren, was da irgendwie Probleme geben soll und, ja, es hat Probleme gegeben. Ich schätze, es lag daran, aber ich sehe es jetzt irgendwie nicht ein, dass ich dafür ewig lange Ladezeiten in Kauf nehme. Und ja, deswegen lasse ich das jetzt erstmal installiert und hoffe, dass es nicht nochmal... Oh, toll. Ah, ne, jetzt habe ich mich da festgefahren. Und ich hoffe, dass das mir nicht nochmal passiert. So, jetzt fahren wir hier mal hoch. Oh, da könnten wir wieder ein paar Häuser einreißen, wie auch das letzte Mal schon. Oder die letzten Male. Ja, chillt mal ab, ey. Was? Jetzt habe ich direkt welche hinter mir. Fickt euch, verpisst euch. Ja, als wenn die so gut da durchkämen. Wie entkomme ich denen am besten? Mist, ich habe wieder keine Granaten dabei. Ich glaube, ich muss jetzt da mal eine Abkürzung nehmen. Boah, ey, die sind echt übelst intelligent. Oh, ficken, da komme ich nicht weiter. Scheiße, ich hätte gedacht, hier komme ich weiter. Ah, jo, es hat geklappt. What the fuck? Yay. Fahre ich jetzt hier mal weiter? Das ist der Staudamm, okay. So, jetzt geht weg, ihr scheiß Sterne. Oh, die fahren alle so rum. Okay, dann kann ich so rumfahren. Alter, wie lange das dauert, dass die weggehen? Alter, die Karre ist echt im Arsch. Jetzt ist der Reifen geplatzt. Okay, wir haben dem Typen das Geld überwiesen. Oh. Na toll, wie komme ich jetzt da hin? Ich vermute, einmal rumfahren. Forgive me, sweetheart. So, jetzt haben wir hier einen schönen A8 wieder. Wie, nee, das ist gar kein A8. Das dürften, Lincoln? Irgend sowas sein. Alter, ich will das scheiß Logo sehen. Keine Ahnung, was das ist. Und was steht hier? Aha. Was? Lampadati. Lampadati? Okay. Bisschen strange, aber immerhin. So, ich komme hier wieder nicht rauf.
Aber da hinten komme ich rauf. Mal schauen, wie ich da jetzt bestmöglich hinkomme. Wahrscheinlich hier rechts über den Weg. Oh, bremst doch nicht 2 Jahre zuvor. Alter Schwede. So, ah, hier sind wir jetzt, okay. An der Sternenwarte, was auch immer. Soll das eigentlich nach hinten hüpfen, aber egal. Muss ich da mal rumlaufen oder was? Wahrscheinlich. Hey, Dude. Oh, kann ich da hoch? Ah, jo. Mit ein bisschen Glück ist der da sogar oben. Ich kann da durchgucken. Ja, okay, das brauche ich jetzt aber erstmal nicht. Komme ich da rein? Sicherlich, oder? Nein, natürlich nicht. Wo ist der denn? Ist der da einmal rum? Nee, hä? Oh, wahrscheinlich da unten. Ja. Oh, das kann er. Nicht dumm hingefallen, immerhin. Ah ja, jetzt steht er hier. Davy! How you doing? About as good as can be expected, but the news is not good. I don't know what you're talking about. I know you did that fucking jewelry job. Davy, seriously, you're imagining things. Fuck you. All right. I did it. Arrest me. You know what? You'll be saving my life. Because you called it, motherfucker. What? You called it. Trevor. A couple days ago. We haven't really talked about anything either. But if the when he starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border. Oh, we got problems. Yeah, no shit. We're in it. Together. So, if your problems are my problems, then I guess that means that my problems are sort of your problems. Echt jetzt? Nope. Hätte ich nie gedacht. Or if I lose my job. Someone comes into my office, starts reading my files. They'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can cop a plea, get 5 years, but you... Fuck you, you ungrateful prick. I made your career. Well, then we better go about saving it together, because you and I both know we can't let it go to shit now. What do you need? This guy, Ferdinand Karamov. The agency claims he's dead. We at the Bureau think they're full of crap. We think he's being debriefed someplace. So? Apparently, he has information which will put me and my superiors out of circulation. Those agency fuckers have got the coroner's office locked down. We need you to verify the body. So how the hell am I gonna get in here? Well, you've played dead before, haven't you? Das muss wehgetan haben. Voll eine auf die Birne gekriegt. Call me when you wake up. I'll tell you what to do. So, mal schauen, wo wir jetzt wieder aufwachen. Aha, das sieht ganz nach einem Reißverschluss aus. Also wir sind wahrscheinlich in einem Leichensack, vermute ich. The fat deposits on his hips and abdomen suggest a fondness for bleeder burgers. We're probably about to find one in his gut, still in its wrapper. Right next to the bottle of scotch and pack of redwoods. See the broken capillaries run. Ah! Oh, Jesus! God! Back from the dead, motherfucker! Come out! Hands in the air! Come on. Might be in the other room. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. You wanna end up on the slab? Come on.
That don't look right. Guess you can't judge a corpse by its toe tag. Komm ich hier raus? I found the toe tag. Ferdinand Karamov. It's on some big black lady. Definitely not your guy. Okay. The agency have the lower floors on lockdown to prevent a leak. I got a guy who can cut the power to give you some help. But you'll scheiße, have to scheiße, get upstairs. Scheiße, scheiße. You, freeze! Hands up! Das ist mal fair. It's over! Kann ich sie irgendwie ausschalten? Watch it! Get covered! Hey, I already died once today! Fuck you! Shithead! Carry on with your business! Alter, das geht kaputt, geil. This guy can't leave, honey! See what you see! Stirb doch. I should have stayed on the slab. Die! Where is your cover? Just let me go. Damn it. Come on. This is oh, ich seh durch dieses scheiß Licht nichts. Geht doch. Dreckslichter. Erstmal wieder Muni einsammeln. Einsammeln, ja. Gute Deutsch. Hey, you're a threat to Nashville. We're locked down. Her damit. Gotta take the stairs. Der ist, ach, der ist oben, okay. Gibt's da mehrere Stockwerke? Mit der treffe ich total scheiße, ey. Hat der sich jetzt selbst erschossen? Ich könnte wetten, dass da jetzt einer kommt. Komm schon. Max Payne 3. I don't know what you're doing here, but you won't be doing it much longer. It's all a big misunderstanding! You got me pinned down here! Woo! I'm coming for you! Carry on with your business! Reloading! Alter, dass ich die nicht treffe, ey. Voll zum Kotzen. So, Health Pack und ab nach draußen. Au. Vollends rein. Is in a car. Roger that.
60 miles per hour. Ja, ganz toll. Okay, ich kann die abfahren zum Glück. Yeah, genau das, was ich nicht wollte. So, ich hoffe, die Bullen crashen irgendwo. Ich hoffe, ich crashe nirgends. Natürlich. Ich drehe die natürlich auch noch so, dass sie... So. Nehme ich mal hier geschickt den Ausgang. Ich muss mal runter von der Autobahn. Weil auf der Autobahn verfolgen die einen viel zu sauber. Oh, ist klar. Wo sind die? So, jetzt nehme ich mal den hier. Haben sie es erstmal nicht gecheckt. Jetzt, Alter, wow, das ist... What the fuck? Dass es immer so ewig dauert, bis man die los ist, ey, das ist echt zum Kotzen. Oh, geht doch. Ich wollte jetzt eigentlich reinfahren, hey, aber egal. Yeah. Hey, we need to talk. Quick. Meet me at those oil derricks just outside town, El Burro Heights. And make sure you're not tailed. Man, that don't sound too good, homie. Look, I'm on my way. Dave, the hell was that? You know how many spooks I just ran into? I'm sorry. They're not nice people if that's a consolation. What's going on? There's a big target out there. Something in the shadows. The data algorithms are reading off the charts. 360. Whoever finds it, the Bureau or the agency, is gonna get a big bump in funding. Like I care about your funding. I'm out, Dave. You're not. I need you to meet my boss. We'll be downtown in the plaza between the FIB and the IAA buildings. The IAA building? You fucking kidding me after the spat I just had with those agency men? Relax. They won't be looking there. They never expect an inside job. Hey, Franklin. What's going on? You gotta get out of town. Man, I ain't exactly got nowhere to go. Well, then take a trip. A long trip. What the fuck is going on? Things, all right? Look, you remember I told you I know people? Feds who looked after me when I retired? You did? Yeah, I did. I mean, I think I did. I don't know. Shit, Jesus Christ. Christ, Franklin, I got so many stories, I can't even keep them straight. I'm full of shit. Yeah, but your full of shit got me a lot of paper. One score with you, I made more money than I ever did hustling. Oh, yeah, I mean, I'm a great thief, but you know, it's the other shit that I ain't got figured out. So what's the deal, man? What's the deal with the Bureau, man?
this clown. I mean, he's an okay guy, fucking cocksucker. We did a deal a long time ago. Didn't go quite the way it was supposed to go. Wrong guy got killed. So I had to go into kind of a... Ach, da hinten sind die Bohrtürme. Das habe ich gar nicht gesehen beim Hochfahren. I didn't reveal secrets of his, and everything was cool. Problem started when recently I became unretired. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, Franklin, I'm working for the fucking feds. Oh, fuck, man. Oh, fuck, man. Yeah, and that ain't even the worst part. Did I ever tell you about Trevor? Man, I think so. Shit. Well, if you only think so, then I wasn't being completely honest. He's, I don't, hell walking on earth. That's what he is. Well, let's bury this motherfucker. Oh, yeah, good luck with that. Shit. I mean, Trevor and I got history. Complicated fucking history. Look, I've done a lot of things that I ain't proud of. Okay, I never claimed to be an angel. But you meet Trevor, Franklin, you'll swear I am an angel. So what's the mood in, man? I don't know. Fuck. I'm just gonna, you know, try to play both sides, you know, until I can find a way out of this shit. All right, man, look, man, you help me. Way I see it, man, the least I can do is help you. It's a death sentence, Franklin. Man, I ain't trying to hear all that shit, man. If the Bureau ain't gonna take you to court, them motherfuckers just hustlers anyway. And I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy run me up a tree. Fuck that. Hey, you're a good kid, Franklin. This means a lot to me. Like I told you, I'm a terrific thief. I'll find something for you. Big. Now come on. You better take off. All right, man. I'm with you. I'm with you. Okay. Naja. Echt schlecht.